In Deutschland und in Europa werden tagtäglich Millionen junge männliche Küken getötet, weil es seitens von Konsumenten und Industrie keine Nachfrage für dieses Fleisch gibt. Das ist sehr bedauerlich und das ist moralisch höchst problematisch. Wichtig ist, dass der Gesetzgeber nicht nationale Alleingänge ins Kalkül zieht, sondern wir tatsächlich eine europaweite Regelung bekommen. Denn sehr vielversprechende Programme, die es seitens der Industrie jetzt schon gibt, frühzeitig zu erkennen, ob in dem Ei ein männliches oder ein weibliches Küken heranwächst, existieren bereits. Und jetzt geht es darum, europaweit Regelungen zu verabschieden, damit tatsächlich gewährleistet ist, dass nicht allein in Deutschland diese Kükentötungen nicht mehr erfolgen, um dann im nächsten Tag das Fleisch und die toten Küken aus Polen, aus Tschechien, aus der Ukraine oder sonst wer nach Deutschland zu importieren. Wir wollen, dass es eine europaweite Regelung gibt im Interesse des Tierwohls.